Hallo, ihr Kleinen. Das ist nicht wirklich ein guter Platz, um zu spielen. Ach du liebe Güte, seid vorsichtig. Oh nein. Haltet durch, ihr Kleinen. Wir holen Hilfe. Henry, schnell. Ruf Supertruck. Ich hoffe, er sieht es. Es ist das Signal. Karl, Klein Katie und Klein Pickel sind von der Brücke ins Wasser gefallen. Oh. Oh. Welches Fahrzeug kann schnell zu den Kleinen gelangen? Guter Gedanke. Oh wow, du bist ein Boot. Ein Fischerboot. Bereit fürs Wasser? Oh, gut. Schaut, ihr Kleinen. Supertruck ist hier, um zu helfen. Und bitteschön. Ach du liebe Güte. Und was jetzt? Du hast sie. Und jetzt die Seilwinde. Ja, es funktioniert. Was ist das? Ah, richtig, wir dürfen den Fußball nicht vergessen. Du hast ihn. Vielen Dank, Supertruck. Du warst mal wieder die Rettung. Oh, oh. Supertruck hatte recht. Das ist ein viel besserer Platz zum Spielen. Tschüss, ihr Kleinen. Habt Spaß.
Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Guten Morgen, Christopher. Christopher. Hey, Christopher. Aufwachen. Oh? Ah. Oh. Du hast wohl heute Nacht echt schlecht geschlafen, was? Oh. Hm. Lass uns etwas Zement mischen. Oh. Hm. Bist du etwa schon wieder eingeschlafen? Aufwachen! Dein Zement läuft aus! Oh nein! Ich hoffe, hier fährt jetzt kein Auto längs. Fahr langsam, Susi! Oh nein! Susi, steckst du fest? Oh? Ja? Und es riecht schlecht? Oh. Du denkst, wir sollten Supertruck rufen? Gute Idee. Susi steckt in Zement fest. Sie braucht Hilfe. Oh. Kannst du schnell kommen? Ja. Großartig. Auf geht's. Ein Helikopter-Truck? Nein? Ein Presslufthammer-Truck. Bist du bereit, Supertruck? Fantastisch. Auf geht's. Hey Leute, hier kommt Supertruck. Dann holen wir dich da mal raus, Susi. Braucht ihr Schutzbrillen, Supertruck? Geh ein Stück zurück, Christopher. Ah. Oh.
Was ist los? Du bist immer noch dreckig? Supertruck, kannst du Susi helfen? Großartige Arbeit, Supertruck. Bis zum nächsten Mal. Christopher, du solltest auf jeden Fall nach Hause fahren und ein Schläfchen machen. Bis bald, Freunde. Hallo, Matt. Was für ein wunderschöner Tag. Schau mal, Matt. Ein X-Wing. Sieht so aus, als hätte er eine Panne. Du hast recht, Matt. Wir müssen ihn von der Straße kriegen, bevor es einen Stau gibt. Wir müssen Supertruck um Hilfe bitten. Carl! Matt muss einen Star Wars X-Wing von der Straße kriegen. Bevor es einen Stau gibt und er könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Also, in was für ein Fahrzeug wirst du dich verwandeln? Ein Star Wars Lastwagen. Das ist fantastisch. Wow, du bist ein Star Wars Truck. Auf geht's, helfen wir Matt. Hier kommt Supertruck, Matt. Er ist ein Star Wars Lastwagen. Oh nein! Star Wars Fans! Ja, lass uns diesen X-Wing hier wegbringen. Fantastisch, Supertruck. Wow! Wie willst du den X-Wing transportieren, wenn er keine Räder hat, Supertruck? Wow! Bist du Han Solo oder Luke Skywalker?
Vielen Dank, Supertruck. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Pass auf, Peter. Alles in Ordnung? Dir ist ein Reifen geplatzt? Baby. Oh nein. Wie willst du jetzt die Post austeilen? Supertruck soll dir helfen? Das ist eine großartige Idee. Hey, Jeremy. Kannst du Supertruck rufen? Peter ist ein Reifen geplatzt und er braucht Hilfe beim Postverteilen. Hey, Karl. Wartest du auf etwas? Oh, du wartest auf einen neuen Hut, der mit der Post kommen sollte? Oh, das ist richtig. Peter, das Postauto, braucht Hilfe beim Briefeverteilen. Kannst du helfen? Welche Verwandlung würde Peter helfen? Oh, ist das eine neue Verwandlung? Ein Postlastwagen? Cool, da freue ich mich schon drauf. Wow, du siehst auf jeden Fall aus wie ein super Postlastwagen. Auf geht's, helfen wir Peter. Hallo Peter, Supertruck ist hier, um dir zu helfen, die Post pünktlich auszuteilen. Erstmal brauchst du einen neuen Reifen. Alles klar, kann's wieder weitergehen? Supertruck hilft dir, die Päckchen auszutragen. Peter wird die Post austragen und du auch. Wo musst du als erstes hin, Karl? Alles klar, auf geht's. Wow, Karl, du darfst nicht anhalten. Du hast eine Menge Post zu verteilen. Wohin jetzt, Karl?
Mama. Alles fertig, Peter? Ja. Wie ist es mit dir, Supertruck? Ein Päckchen hast du noch? Aber du weißt nicht, wohin es geliefert werden soll? Schauen wir mal aufs GPS. Es zeigt nicht, wo du hin sollst. Das Päckchen ist für Karl. Ich bin sicher, Supertruck kann es ihm liefern. Bis zum nächsten Mal, Peter. Tschüss, Karl. Vielen Dank.